Jetzt wird es Zeit, dass der Lockdown aufhört, gell? Das ist schon fast nicht mehr zum Aushalten. Und wenn der noch länger dauert, dann brauche ich mich als Nikolaus nicht mehr verkleiden. Trotzdem schauen wir uns jetzt nochmal an, wie ich denn da mit dem Teams arbeite und vielleicht ein paar Bemerkungen dazu, wie die Kinder zurechtkommen. Also, wie gehe ich das an? Wenn ich da eine Mathe-Stunde plane, dann gehe ich da auf nur für Lehrer. In dem Fall habe ich schon hergerichtet Schulübungen 2, das ist das Sommersemester. Und da füge ich eine Seite hinzu. Ich nenne die Seiten dann immer fortlaufend nach dem Datum, also 2021 02 16 wird unsere erste Stunde sein. Und ich sage dann einfach einmal erste Stunde. Okay, meistens gestaltet es dann nur irgendwie, dass ich sage, okay, da mache ich da irgendwie eine größere Überschrift. Ja, nehmen wir irgendwas. Da größere Überschrift. So, ein bisschen vorweg. Heute wollen wir. So, und dann passiert da irgendwas. Da ist eine ziemlich genaue Anleitung von der Stunde, sodass da die Kinder allein sich zurechtfinden und alle anderen Möglichkeiten nutzen können, mir Fragen zu stellen. Ja, und wir haben uns da angewohnt, VFB 134, das ist das vollfette Buch auf der Seite 134. Beispiel 3, 4, 5, wie auch immer. Ja, und das markiere ich da meistens. Meistens heißt immer, macht es mit Leuchtstift leicht ersichtlich. Und drunter schreibe ich dann, okay, welche Aufgaben sollen Sie machen? Zum Beispiel das da. Und wenn dann so ein Pfeil kommt, gell, den kopiere ich mir dann da runter. Dann wissen die Kinder schon ganz automatisch, da müssen sie jetzt das Ergebnis hinschreiben. Immer wenn der Pfeil da ist, will ich eine Eingabe von ihnen. Manchmal steht auch da, mach ein Foto von der Konstruktion oder von der Seite oder was auch immer. Dann schaut es so aus. Zack. Dann wissen sie ganz genau, da kommt jetzt das Foto hin. Und entweder fotografieren Sie das mit der internen Kamera vom Laptop oder Sie nehmen einfach das Smartphone, machen dort das Kursnotizbuch dann auf, tippen genau auf die Seite, machen ein Foto und schon ist das hochgeladen. So, jetzt habe ich also die Stunde da fertig. Genau das gleiche mache ich mit der Hausübung auch. Das heißt, ich habe dann da im Navigationsbereich auch bei Hausübungen dann, den nenne ich dann immer H 21.02.16 ist die erste Stunde. Erste HÜ im Übungsbuch, Seite 54. Und damit man es gleich erkennt, das wird irgendwie fett und gelb. Das muss jetzt nicht fett und gelb sein. So, keine Farbe. Nein. Keine Farbe. Aber dann wissen Sie ganz genau, da kommt entweder jetzt das Lösungswort hin oder die Seite fotografiert. Also habe ich dann meine Schulübung und die Hausübungsseite im Kursnotizbuch fix und fertig vorbereitet. Und dann kommt, gehen wir jetzt zurück wieder, weil dann kommt die Steuerung über die Aufgaben. Ich sage also da, wir machen jetzt eine neue Aufgabe. Den nenne ich dann also. Schulübung am 16.02.21. Dann findest du im Kursnotizbuch oder hier dabei. Meistens habe ich dann nur die Erklärung 0, 1, 1, 2 Punkte. 0 Punkte heißt gar nichts gemacht, nicht einmal angeschaut. Ein Punkt hast angeschaut, aber nichts gemacht. Und 2 Punkte gibt es dann für gemacht und abgegeben. Ja, maximal 2 Punkte. Dann füge ich da eben diese Ressource hinzu. Und das ist jetzt das Entscheidende. Ich sage da Kursnotizbuch. Da heißt es jetzt Klassennotizbuch, warum auch immer. Nimm da aus meinem Lehrerbereich Schulübungen 2, genau die eine Seite und zockt dann
Das soll bei den Kindern auch bei den Schulübungen 2, das ist für Sommersemester, da eingefügt werden. Und schon ist die Seite da dabei. Und jedes Kind hat seine eigene Seite im Kursnotizbuch drinnen. So, und dann sage ich noch, das nutze ich auch noch so zur Steuerung, nämlich im Kanal, dass sie die Übersicht bewahren, das kommt in den Kanal Gleichungen und Ungleichungen. Und dann brauche ich noch, wann und wie läuft das Ganze ab. Also, kriegen tun sie das natürlich erst am Dienstag. Und das schaut jetzt dann so aus. Ich tippe jetzt da mal ein, 7:50. Ja, die Stunde fängt um 7:45 an. Die ersten 5 Minuten, die nutzen wir meistens, um irgendwie so Fragen zu beantworten. Wir schreiben uns da im Chat oder kleine Kopfrechenaufgaben zu machen. Aber dann um 7:50 macht es bei jedem Kind bling. Dann taucht diese Aufgabe auf. Und die ist dann fällig. Die nächste Stunde wird sein am Donnerstag um 7:45. Ja, so irgendwie werde ich das da machen. Und bei mir ist es immer so, dass sie dann insgesamt aber bis zum Freitag um 18 Uhr Zeit haben, die dann abzugeben. Das ist also nicht so tragisch. Dann kann ruhig mal jemand zum Arzt gehen. Also schauen wir nochmal, am Dienstag um 7:50 erscheint sie bei den Kindern. Bis zur nächsten Schulübung sollen sie das erledigt haben. Und am Freitag um 18 Uhr ist Abgabe. So. Damit habe ich jetzt Datum, die Anweisung, das wird ein bisschen ausführlicher geschrieben, die Seite vom Kursnotizbuch, die wird automatisch bei Ihnen im Kursnotizbuch einsortiert, dann am Dienstag um 7.50 Uhr, die Punkte, alle Schüler, Zeitplan, der Kanal, passt. Dann sage ich planen und dann erstellen wir die zweite Aufgabe. Die heißt jetzt Hausübung am 16.02.21 und da steht eigentlich, findest du hier und im Kursnotizbuch, da hänge ich jetzt die Hausübung dran. Und die soll bei den Kindern auch in die Hausübungen fürs Sommersemester eingefügt werden. Da machen wir genau das gleiche. 012. Pinky Punkte. 012, da ist dann die Erklärung da dabei. Und da läuft es so, das kommt in den gleichen Kanal hinein, damit wir wissen, zu welchem Thema das gehört. Da schaut es so aus, das kriegen sie jetzt nicht am Anfang der Stunde, sondern um 7:45 fängt die Stunde an, um 7:35 ist die Stunde aus und um 7:25, also 10 Minuten vor Ende, erscheint praktisch die Hausübung. Und die ist natürlich auch bis Donnerstag fällig, 7:45. Und Abschluss machen wir genau das gleiche wieder bis Freitag 18 Uhr. Für diejenigen, die da irgendwie nicht dazukommen. Wollen wir keinen Stress machen. So. Kanal, Zeitplan, die Ressource ist dabei, planen. Und dann weiß ich aber ganz genau, da gibt es Kinder, die sind schneller. Deswegen machen wir da eine Bonusaufgabe. 16.02.21 findest, und meistens kommt da erstelle eine neue Seite im Kursnotizbuch Bonus Abschnitt, ja, den muss ich jetzt noch erst erstellen. Und dann ist die Anweisung im vollfetten Buch auf der Seite 123
sind dann so Zusatzaufgaben, optische Täuschungen oder was weiß ich, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was da wirklich drinnen ist. Da gibt es jetzt keine Ressource, weil die Kinder müssen da selber, nennen sie 21.02.16, so wie es heute gedacht hat, 0216. Dann erkenne ich nämlich auch gleich, dass das eine Bonusaufgabe ist. So. Dafür gibt es entweder 0 oder 1 Punkt, gemacht oder nicht gemacht. Wie soll ich sagen, es gibt nur positive Punkte, aber keine negativen. Wer es nicht macht, da passiert gar nichts. Das bereiten wir im Kanal Bonusaufgaben her. Und das Fälligkeit, da mache ich das jetzt dann so, das kriegen sie am Dienstag in der Stunde. Ja. Da muss man sich wieder überlegen, 7.45 fängt die Stunde an, 7.50 fangen wir zum Arbeiten an. 20 Minuten, 7.10 Uhr erscheint die Bonusaufgabe und die ist fällig einfach am Freitag um 18 Uhr, da gibt es keine verspätete Abgabe. Das war es einfach, wer das macht, hat die ganze Woche Zeit. Fertig. Also, Kanal, Zeitplan, die Aufgabe, planen. So schaut also diese Stundenplanung da bei mir aus. Gell? 7.45 kommt die Begrüßung im Kanal allgemein. Um 7.50 kommt die Schulübung. Habe ich die Bonusaufgabe um 8.10 Uhr? Natürlich. 8.10 Uhr, nicht 7.10 Uhr. Aktualisieren. So. Wir beginnen die Schulübung um 7.45 Uhr. Um 7.50 Uhr poppt die erste Aufgabe auf. Die finden die Kinder im Kursnotizbuch und arbeiten das dort selbstständig ab. Um 8.10 Uhr erscheint die Bonusaufgabe. Wer also schon fertig ist, kann dort dran weiterarbeiten. Und um 8.25 Uhr erscheint die Hausübung. Dann haben die Kinder noch 10 Minuten Zeit, das anzuschauen, ob irgendwelche Fragen sind. Und so läuft diese Stunde da ab. Ich werde jetzt da in Zukunft dann aber noch etwas Neues machen, weil wir so den Schichtbetrieb haben und dann in der Schule sitzen. Ja. Ich habe da im Klassennotizbuch mir einen Bereich gemacht. Ja, müssen wir ein bisschen größer machen, dass ich mehr Zeit habe. Mehr Platz habe. Ich habe da nur für Lehrer Tafelbilder. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel schon eins vorbereitet, wo man sieht, okay, ich habe eine Überschrift, ich habe mit einem Leuchtstift was markiert, ich habe ein Beispiel auf die Tafel geschrieben, ich habe einen Link, den ich anschaue. Das sehen also die Kinder, wenn sie in der Schule sitzen, auf der Tafel. Und was machen die jetzt aus? Die haben jetzt dann die Möglichkeit, gell? Ich habe das nämlich dann verschoben in die Inhaltsbibliothek und da haben wir da den Kanal Gleichungen, schreiben wir nachher gleich an, und im Kanal Gleichungen, oh, so wollte ich das machen, Tafelbilder, jetzt sind wir wieder da. Ich habe also da mein Tafelbild gemacht, das ich einfach so auf die Tafel in der Schule hinauf projiziere und das tue ich jetzt da in die Inhaltsbibliothek, in die Gleichungen, kopieren. So, das heißt da bei den Gleichungen, wenn wir jetzt schauen, da gibt es jetzt eine Seite, da ist sie drinnen. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt nämlich da hinübergehe zu meinem Kanal 05 Gleichungen, dann habe ich da bei Notizen das Tafelbild. Ja, die Kinder können da nichts tun, da kann nur ich was schreiben. Ich kann da Sachen einfügen, das kann ich live machen. Ich kann auch einfach digital auf der Tafel was schreiben und zum Schluss mache ich ein Foto und füge das dann da in die Inhaltsbibliothek ein. Das ist so quasi schreibgeschützt, da kann nur ich was machen. Aber es hat halt dann jedes Kind da alle Tafelbilder zum Thema Gleichungen zur Verfügung und kann dann jederzeit einfach drauf zugreifen und zuschauen. Egal, ob es jetzt zu Hause sitzt oder in der Schule sitzt.
das werde ich jetzt da in dem Schichtbetrieb so machen. Dann haben alle die Bilder zur Verfügung. Okay. Ja, das war's. Da wollte ich nachher noch zeigen, gell, wenn ich da im Kursnotizbuch bin. Gell, also wenn ich jetzt dann diese Kursnotizbuchseiten bei den Aufgaben dranhänge, dann kann ich beim Aufgaben kontrollieren, komme ich dann direkt auf diese Seite und schaue mir die dann an. Es ist nur so, wenn ich dann bei einem Kind da reinschaue, Schulungen, nehmen wir mal die letzte, die ist nämlich schon abgelaufen, gell? Und gehe dann da auf Aufgabe der Schüler überprüfen. Nehmen wir Hausaufgaben, weiter. Die habe ich schon freigeschalten. Na, gar nicht, 29. Dann sieht man da, dass da so Schlösser da sind. Das heißt, die Kinder, die das bearbeitet haben, für die ist die Seite gesperrt, die können da nichts mehr tun. Ich tue die meistens dann alle auswählen, alle wegwählen und anwenden, weil ich will, dass sie da wieder reinschreiben können, gell? Aber auf die Art und Weise ist praktisch das noch einmal nachschreiben oder Fehler ausbessern verhindert. So, jetzt ist die Seitensperrung aufgekommen. Ich kann natürlich auch bei den Schulübungen, ist mir das glaube ich auch passiert. Schulübungen, letzte Schulübung, weiter, sind alle gesperrt. Gell? Das heißt, ich sage Seitensperrung, alle wegwählen, anwenden und dann werden die Seiten wieder aufgemacht. Dauert ein bisschen, bis die alle entsperrt sind. Passt. Ja, das war also das Arbeiten mit dem Klassennotizbuch, mit dem Kursnotizbuch. Hat wunderbar hin, die Kleinen machen das, als ob sie nie was anderes gemacht hätten. Und jetzt schauen wir uns an, wie das mit dem Schichtbetrieb dann funktioniert, wie da die Unterrichtsvariante wird. Habe ich auch ein paar neue Sachen mir überlegt. Na dann, viel Spaß beim Nachmachen. Also, 3, 2, 1. Jetzt wird es Zeit, dass der Lockdown aufhört, gell? Weil ich wollte eigentlich nur kurz... Jetzt wird es Zeit, dass der Lockdown aufhört. Ich wollte eigentlich nur die 2 Wochen, was ursprünglich geplant waren, das ein bisschen wachsen lassen, aber jetzt hat es doch länger gedauert als wie geplant. Naja, jetzt ist es gleich vorbei. Ich glaube, ich zeige das zuerst. Nochmal das Ganze.